Hallo, willkommen im Sparadies, deinem Podcast rund um die Themen Minimalismus und Frugalismus oder, wie ich es auch nenne, Wohlstand, Mindset und Freiheit. Ja, und mein Name ist Rena. Ich bin Autorin, Podcasterin, Wohlstandscoach, Expertin für Minimalismus und Frugalismus und unter anderem auch bekannt durch meinen YouTube-Channel Die Schatzmeisterin. Und mein Wunsch oder das Ziel, das ich verfolge, ist es, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ein befreites, gewinnbringendes Leben zu führen und ihnen zu zeigen, dass Sparsamkeit und das Leben mit weniger Dingen nichts mit Kasteiung zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil, genau das weniger ist, wovon wir alle mehr brauchen. Die Philosophie hinter meinem frugalistisch-minimalistischen Lebensstil ist ganz einfach. Und das dazugehörige Motto, das ich dir jetzt schon mal mit an die Hand geben möchte, lautet: Mehr Geld, mehr Zeit, mehr Leben. Und wenn auch du dieses Motto gleich für dich übernehmen möchtest, dann bitte sehr gerne. Denn meiner Erfahrung nach bietet eben genau die Kombination aus den beiden Lebensstilen, nämlich Minimalismus und Frugalismus, die Größe und Energie, die uns zu einer neuen Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit verhilft. Durch Minimalismus gewinnen wir an Lebensqualität, an Lebenszeit und mentaler Präsenz, bringen Klarheit und Struktur in unser Leben und bekommen ganz automatisch einen genaueren Blick auf das Wesentliche. Und durch Frugalismus lernen wir, wie wir Geld schöpfen, Geld behalten und Geld vermehren. Das eine schließt das andere also gar nicht aus, sondern wird in meinen Augen zu etwas Großem, etwas Wunderbarem. Es wird zum Sparadies. Und genau dorthin möchte ich dich in diesem Podcast mitnehmen. Das heißt also, wir gehen gemeinsam auf eine Reise, die dich, und da bin ich mir ganz sicher, nicht nur mental und monetär befreien und stärken, sondern auch rundum glücklicher, erfüllter und reicher machen wird. Ich hoffe, ich konnte deine Neugier wecken und würde mich wirklich sehr freuen, wenn ich dich in einem meiner Podcasts gleich mitnehmen kann an meinen Lieblingsort. Denn jeder und natürlich auch du ist herzlich eingeladen und willkommen im Sparadies. Vielen Dank fürs Zuhören und sparadiesische Grüße.